Du willst mich wirklich heiraten? All das Chaos mit dir teilen, das ich allein nicht hätte. Ja, das will ich. Es hat sich noch nie so richtig angefühlt wie mit dir. Ja, das kommt sehr überraschend. Die spontanen Ideen sind oft die besten. Du bist verrückt. Nach dir. Sibylle Krendlinger. Das hört sich doch gar nicht übel an, oder? Das heißt, du sagst ja? Nein. Nein? Man macht einen Heiratsantrag nur aus einem Grund, aus Liebe. Na, was glaubst du denn, warum ich gerade vor dir auf die Knie gefallen bin? Um einen vermeintlichen Rivalen loszuwerden? Hey, mit Xaver Steinle hat das nichts zu tun. Ehrlich. Selbst wenn. Ah, ich verstehe. Ich wäre kein standesgemäßer Schwiegersohn für Jenny Fürstin von Lichtenberg. Ich entscheide, wen ich heirate und nicht meine Mutter. Sonst wäre ich auch nicht vor diesem Baron geflüchtet. Aber dann steht unsere Heirat nichts im Weg. Du magst mich vielleicht für altmodisch halten. Aber ein Heiratsantrag, der muss romantisch sein. Je kitschiger, desto besser. Und nicht einfach so beim Vorbeigehen. Hey, okay, okay. Dann lade ich dich heute Abend zum Essen ein. Mit Rosen. Stehgeiger. Ich sing für dich. Vielleicht sollten wir warten, bis wir beide soweit sind, das Chaos zu teilen. Geht's wieder? Naja. Ich hatte schon bessere Phasen, was? Und bessere Ideen. Erpressung ist eben ein durchschlagendes Argument. Markus, versteh mich bitte nicht falsch. Ich hab dich nur unter Druck gesetzt, um dir zu helfen. Ja, ich weiß, ich hab's kapiert. Kannst du mir vielleicht jetzt auch noch sagen, wie ich meine Verzweiflung loswerde? Versuch einfach nicht mehr an diese Witwe zu denken. Eva, ein Mensch ist meinetwegen gestorben. Weil ich ihm die Chance abgekauft habe, den Krebs zu besiegen. Hör mal, dass der Mann gestorben ist, ist doch nicht deine Schuld. Er hat sich so entschieden. Und wenn du ihm seinen Therapieplatz nicht abgekauft hättest, dann wäre jemand anderes nachgerückt. Ja, es ist nur fraglich, ob irgendjemand mal eben 2 Millionen gehabt hätte. Markus, der Mann hat seine Chance verkauft, weil er sich aufgegeben hat. Und genau das darfst du jetzt nicht auch noch tun. Bitte! Was? Wo willst du hin? Ich will allein sein. Runtergefallen wärst, hätte sonst was passieren können. Naja, nach meinem letzten Sturz bin ich erblindet. Vielleicht wäre ich ja diesmal taub geworden. Gott, du hättest dir das Genick brechen können. Ach, dann hast du mir ja quasi das Leben gerettet. Dank deiner Geistesgegenwart. Hm? Ja, nachdem ich dich vorher fast umgebracht habe, dank meiner Blödheit. Oh, komm. Ich betrachte dich ab jetzt einfach als meinen persönlichen Schutzengel. Hm? Hallo? Hallo. Ich habe die Belege für die Buchhaltung mir angesehen und abgezeichnet. Also darum musst du dich nicht mehr kümmern. Danke. Hast du Kopfschmerzen? Siehst ziemlich mitgenommen aus. Du hast doch hoffentlich nicht wieder einen Rückfall. Ich will nicht darüber reden. Manchmal ist es besser, wenn man seine Probleme mit jemandem bespricht, der einem nicht so nahe steht. Da muss man wenigstens kein falsches Mitleid befürchten. Der Patient, der für mich auf die Therapie verzichtet hat, der ist gestorben. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie du dich jetzt fühlst.
Ich habe einfach wahnsinnige Schuldgefühle. Wenn man für den Tod eines Menschen verantwortlich ist, das ist schrecklich. Aber Gott sei Dank musst du das ja nicht alleine durchstehen. Eva unterstützt mich sehr. Das nennt man wohl echte Opferbereitschaft. Ich nenne das Liebe. Ja, natürlich, entschuldige. Ich dachte nur, es... Was? Vergiss es. Nein, sag was. Man kann auf verschiedene Weise lieben. Und was soll das jetzt heißen? Naja, so wie Eva sich für ihren Ex ins Zeug legt. Danke, das sagt es mir bereits. Das tut man nur, wenn einem dieser Mensch noch sehr viel bedeutet. Valentina hält gerade ihren Schönheitsschlaf. Sie wurde gefüttert, frisch gewickelt und ist voller Vorfreude auf dich. Robert, ich muss dich was fragen. Ich kann mich die nächsten Tage nicht mehr um Valentina kümmern. Hat sich der Gesundheitszustand von deinem Verlobten verschlechtert? Nein, das nicht, aber... Selbstverständlich, kannst du frei haben. Danke. Die Gesundheit von Markus geht vor. Auch wenn Valentina dich schrecklich vermissen wird. Wie lange wirst du denn ausfallen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich vermisse Valentina jetzt schon. Du sollst doch jedes neue Wort von ihr mitbekommen. Heute hat sie zum Beispiel Esel gesagt. Weil du ihr mein Buch gezeigt hast? Nein, weil sie mich gesehen hat. Ich vermisse dein Lachen sehr. Ich würde es gerne öfters sehen. Ich muss los. Eva. Wie oft hat Eva dich schon wegen Valentina versetzt? Immer wenn Robert sie braucht, dann lässt sie alles stehen und liegen. Eva liebt mich. Robert Saalfeld ist Vergangenheit. Du musst es ja wissen. Ja, das tue ich auch. Eine Verlobung ist doch kein Beweis für eine aufrichtige Liebe. Dass du von Liebe keine Ahnung hast, das ist für mich nichts Neues. Kannst du Eva wirklich vertrauen? Schluss jetzt, Barbara. Ich habe genug Probleme. Das Letzte, was ich brauche, sind bösartige Unterstellungen. Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht aufregen. Ich glaube, ich mache mir nur Gedanken, weil ich selbst mit einem Mann aus purem Mitleid zusammen war. Als ich mit Paul Wielander verheiratet war. Der Mann war psychisch krank. Der hat mir immer gedroht, dass er sich umbringt, wenn ich ihn verlasse. Ich habe das alles nur ausgehalten, damit ihm nichts passiert. Deine Geschichten interessieren mich nicht wirklich. Ja, entschuldige, ich wollte dir nur erklären, wozu Frauen in der Lage sind, wenn sie sich in der Pflicht fühlen. Aber wenn du dir Evas Liebe sicher sein kannst, dann ist doch alles gut. Servus. Hallo. Hildegard, ich hab dermaßen Hunger. Hast du vielleicht einen kleinen Imbiss für mich? Ja. Vom Rostbeef ist noch was da. Darf ich dich vielleicht daran erinnern, dass Fleisch von meiner Liste gestrichen ist? Ach ja. Hier. Schälen musst du selber. Nicht, dass ich noch was von dem Karma der Karotte kaputt mache. Also ein bisschen mehr Verständnis würde ich eigentlich schon erwarten. Alfons, entspann dich. Ich meine, du hast mir ja schon genug verrückte Geschichten geboten. Weißt du noch damals die Nummer mit dem Pachmeier, wo du mich verkuppeln wolltest, weil du gedacht hast, du liegst im Sterben? Und was hat jetzt das bitte mit meinem Essen zu tun? Weil das schon wieder so eine fixe Idee ist, in die du dich reinsteigerst. Ach ja? Wer ist mir denn immer in den Ohren gelegen von wegen gesund leben? Hä?
Ja, aber normal, Alfons. Vernünftiges Essen, viel Bewegung, wenig Alkohol, alles in Maßen. Ich fühle mich mit ayurvedischer Kost einfach wohler. Du solltest dich einmal eingehend mit dieser Lehre befassen. Vielleicht wird's dann auch Geschmack drauf finden. Du scheinst vergessen zu haben, dass ich Köchin bin. Glaubst du denn, ich hätte noch nie was von ayurvedischer Küche gehört? Doch. Aber solange ich den Verdacht haben muss, dass deine Begeisterung gleich wieder wie eine Seifenblase zerplatzt. Ah, da fällt mir ein, du könntest dich doch von deinem neuen Jünger bekochen lassen, von André. Den hast du doch auch schon auf den Pfad der Erleuchtung gebracht. Ja, ich weiß ja, dass dir meine Ernährungsumstellung nicht leicht fällt. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass du dir ein bisschen Mühe gibst und dich dran gewöhnst, Hildegard. Wie unglücklich Robert aussah. Es ist für uns beide nicht leicht. Aber Markus braucht mich. Ich habe solche Angst davor, dass er sich aufgibt. Aber ich kann ihn doch nicht beaufsichtigen wie ein kleines Kind. Hey. Ja, ich habe getrunken. Eine Tasse Tee. Ehrlich, ich war wirklich ganz kurz davor, aufzugeben. Danke, dass du es verhindert hast. Du nimmst es mir also nicht mehr übel. Kann ich nicht. Ich weiß doch, dass du es gut meinst. Markus, du bist der wichtigste Mensch für mich. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du wieder gesund wirst. Ich glaube, ich mache mir nur Gedanken, weil ich selbst mit einem Mann aus purem Mitleid zusammen war. Bitte ruf diese Witwe nicht mehr an. Ja, das wird wohl das Beste sein. Und ich verspreche dir, ich rühre keinen Tropfen Alkohol mehr an. Ehrlich? Dann musst du mich ja nicht mehr erpressen. Markus. Hey, ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und du bist auch für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mein Schwarzgeld in den Fürstenhof zu investieren, das ist mir einfach zu riskant. Das Geld lässt sich waschen. Das wäre alles kein Problem, wenn Sibylle endlich den Baron heiraten würde. Er hat zugesagt, sämtliche Renovierungskosten für das Schloss zu übernehmen. Und ich könnte entspannt über meine Mittel verfügen. Na, ob sich deine Tochter dazu durchringen kann? Hallo. 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 Hallo, Herr Saalfeld. Hier, für dich. Einfach so? Mhm. Weil heute ein wunderschöner Tag ist. Wann habe ich das letzte Mal von dir Blumen bekommen? Ich glaube, das war damals, als ich Rodrigo gekauft habe. Stimmt. Du strahlst so. Was ist denn passiert? Jakob hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Er hat was? Aber keine Angst, ich habe abgelehnt. Kluges Mädchen. Aber nicht aus Vernunft. Sondern? Die Umstände waren mir nicht romantisch genug. Also, bis später. Tschüss.